Seit einigen Tagen kann man sich auf Netflix einen Film rund um die Geschichte zweier Schwestern und ihrem außerordentlichen Leidensweg anschauen. Und damit geht es hier jetzt um die Schwimmerinnen. Sarah und Yusra Madini sind schon als Jugendliche begabte Schwimmerinnen, die alles geben, um bei den Olympischen Spielen anzutreten. Doch sie leben in einem Vorort von Damaskus und das mitten im Syrienkrieg. Während sie auf der einen Seite versuchen, das jugendliche Leben mit Partys auszukosten, sind sie auf der anderen Seite den täglichen Bombenhagel und das Sterben von Freunden gewohnt. Dabei wird der Traum von einer sicheren Zukunft und einem Zuhause fernab vom Krieg immer größer. Und so fassen sie, nach einem traumatischen Erlebnis, den Entschluss, alles daran zu setzen, es nach Deutschland zu schaffen. Ein Land, von dem sie glauben, dass es ihnen eine sichere Zukunft, auch für ihre sportlichen sowie politischen Ambitionen, bieten kann. Doch der Weg dahin ist eine tödliche Tortur. Die Schwimmerinnen im Original The Swimmers geht 135 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 16 Jahren und ist dort seit dem 23. November 2022 anschaubar, lief ab dem 10. November vereinzelt auch in deutschen Kinos. Ist ein Biopic und Drama und eben die Geschichte von Yusra und Sarah Madini, zwei Schwestern, die in jungen Jahren ein Leben leben, wie es im Grunde für viele von uns natürlich völlig unvorstellbar ist, bei denen der Krieg ständig allgegenwärtig ist, die einen Vater haben, der versucht sie zu sportlichen Höchstleistungen zu treiben, während die eine sich nach und nach aber politisch anfängt zu interessieren und vor allem auch hinterfragt, was da draußen passiert, ist die andere komplett fokussiert auf ihren Sport und diesem Willen, bei den Olympischen Spielen anzutreten und daraus etwas zu machen. Aber vor allem ist es auch diese ständige Sorge, wird man überhaupt die nächste Woche erleben und wann kann man überhaupt noch man selbst sein? Sobald Soldaten einen Bus betreten, verfällt man eine Art Schockstarre, ist besonders als Frau anscheinend dann auch nochmal ganz gesondert übergriffen, letztendlich ausgeliefert und aus dieser Welt will man raus. Aus dieser Welt möchte man eine eigene, freie Welt voller Entscheidungen und im eigenen Lebensweg gehen und deswegen der Wille zu fliehen. Und dann ist es die Geschichte von zwei Flüchtlingskindern, / Schwestern, die zusammen mit einem Cousin sich auf einem Weg begeben, bei dem man nie weiß, wie er ausgehen kann. Mit etwas Geld im Gepäck und von einem Schlepper bis zur nächsten Schlepperbande reicht es oft nicht weit, sind es menschenunwürdigste Situationen. Bilder, die kennen wir. Die kennen wir von Flüchtenden aus dem Syrienkrieg. Wir kennen Boote, die voll sind mit Menschen, dass sie völlig überladen sind und entweder wirklich gekentert sind oder nur ein Teil von den Menschen auf diesen Booten lebt. Und genau in diese Welt nimmt uns The Swimmers erst einmal 90 Minuten mit. Und das ist ein bisschen irreführend, was das Marketing in Deutschland angeht, wenn man da ganz oft Matthias Schweighöfer auf dem Cover sieht und dann vielleicht auch denkt, ist das jetzt wieder irgend so eine deutsche Rom-Com-Sache? Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein britischer Film und ist vor allem ein Film, der sich mit diesem Leidensweg und dieser Geschichte auseinandersetzt und dann in so einen anderen Film verfällt, wenn Matthias Schweighöfer eben erst so nach 90 Minuten auftaucht, wo ich das Gefühl hatte, und jetzt will man mit Tempo nochmal einen anderen Film, eine andere Idee ranhängen, die sich dann aber bei weitem nicht so dezidiert eingefangen anfühlt und vor allem auch diese emotionale Nähe oder dieses Mitfühlen, diese Perspektive nicht mehr so stark verdichtet aufbauen kann, weil dann zu sehr auch Zeitsprünge, neue Orte, neue Dinge, die passieren, sich fast schon überschlagen. Und so ist das so ein bisschen ein Problem in Die Schwimmerinnen, obwohl er 135 Minuten geht, dass so die letzten fast 60 Minuten sich einfach zu überhastet anführen und das dann einfach ein Ticken zu viel ist, was ich so ein bisschen schade finde, weil der Film richtig starke Momente hat, auch vor allem richtig starke Bilder. Also wenn man diese beiden feiern sieht und im Hintergrund sieht man, wie Raketen fliegen, dann denkt man, was für ein krasser Kontrast. Oder wenn Yusra sich am Boden eines Schwimmbeckens befindet und in Zeitlupe eine extrem gefährliche Situation eintritt, muss man sagen, das ist ein ultra krasses Bild, was ich mir vorher sofort auf die Netzhaut brennt und was ich auch so schnell nicht vergessen würde. Deswegen einiges an sehr, sehr starken Momenten, aber auch ein paar erzählstrukturschwache Momente, wo ich gerade hinten raus dachte, das fühlt sich dann nicht mehr so rund an. Aber auf jeden Fall ein Film, den ich sehenswert fand. Da reden wir kurz über Manal Issa und Nathalie Issa als Sarah Madini und Yusra Madini, die eine eben die ältere und die politischere, die auf ihre Schwester aufpasst in diesem Film mit ihrer intrinsischen Stärke, die sich dann eben auch vermittelt und man versteht nach dieser Aufgabe auch, warum man sich dann selbst oder nach diesem Erlebten sich eine eigene Aufgabe fürs Leben ein Stück weit raussucht und dann die andere, die zwar beschützt wird, aber trotzdem mit ihrem Sportsgeist, mit ihrem Willen im Grunde als Jüngere noch gar nicht oder vielleicht schwächer versteht, was da passiert. Aber es ist letztendlich das Ringen mit Entscheidungen, die damit zu tun hat, dass man nicht weiß, wird man das Nächste, was man jetzt angeht, so weit weg von zu Hause überhaupt erleben. Und das ist für uns gar nicht greifbar. Und es ist auch schwieriger noch greifbar, dass das eben eine wahre Geschichte ist. Und wenn man sich dann überlegt, wie diese Willkommenskultur in Deutschland dann auch immer wieder abgelehnt wurde, dann finde ich, läuft das am eiskalt den Rücken runter, wenn man sich die Schwimmerin anschaut. Ich finde diese Perspektive wichtig und ich finde
vor allem auch die Nähe, die der Film zulässt in diesem Leidenskampf und auch das Motiv zu verstehen. Man will einfach weg, man flüchtet vor Krieg und man flüchtet nicht aus Spaß und Freude in irgendwelche Sozialsysteme, um die dann auszunutzen. Ne? Das finde ich dann immer auch so ein bisschen schwierig. Es gibt immer, da gehe ich auch schlechte Beispiele, aber ich finde, dieser Film, und davon gab es irgendwie weniger aus meiner Sicht, wenn es mal nicht Dokumentation war, lässt da einfach mal eine Perspektive zu und auch eine Nähe, wo ich dachte, krass, da bin ich richtig reingefangen. So ein bisschen unter diesen beiden Hauptdarstellerinnen, die vor allem zusammen eine starke Chemie haben und ich das Schwesternsein dann eben auch verstehe und sehe, geht Ahmed Malek als Nizar, der als Cousin mit dabei ist, so ein bisschen unter. Und wenn immer bei ihm Frustration mal hochkommt und das auch kurz mal thematisiert wird, hat man trotzdem das Gefühl, obwohl sie als Dreiergespann diesen Weg gehen, dass er immer eher tendenziell die Randerscheinung von diesen beiden bleibt. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich finde, er ist eigentlich genug da und er hat auch sicherlich genug zu erzählen, dass man das einen Ticken zu sehr außen vor gelassen hat. Über Matthias Schweighöfer habe ich gerade schon geredet, der spielt Sven, einen Schwimmtrainer mit großen Ambitionen. Das Problem ist aus meiner Sicht, er taucht wahnsinnig spät auf dafür, dass man dieses Marketing so macht. Das wirkt so ein bisschen wie eine Falle. Aber vor allem passiert das schon sehr früh, dass er diese Mädchen sieht und diese Leistung dahinter und er sofort mit so einem Lächeln im Gesicht immer wieder einen Ticken zu drüber spielt. Mir ist diese Figur zu schnell, zu sehr involviert, zu sehr drin, aber das weiß ich nicht, inwiefern man es ihm unbedingt ankreiden kann, weil dieser Film dann auch eben mit Zeitsprüngen arbeitet, wobei ja vorher so minutiös alles durchgegangen ist, dass man merkt, oh, da verlagert sich so ein Tempo so ungünstig, sodass für diese Figur nicht genug Raum bleibt und vor allem dann er aber auch, wirkt dann zu ersetzbar, aber kommt dann eben nicht irgendwelche wichtigen Parts, sondern ist dann eben so ein Unterstützer und dann geht es um diesen sportlichen Gedanken, aber das wirkt dann auch relativ austauschbar, deswegen ich da sagen muss, weiß ich nicht, wie ich das so innerlich, wie ich damit umgehen soll. Ansonsten ist dieser Film auch immer wieder an verschiedensten Sequenzen oder ganzen Handlungssträngen vollgepackt mit tatsächlichen Flüchtlingen, um so authentisch wie möglich zu sein. Also der ganze Weg mit dem Boot über ein Meer ist tatsächlich auch mit ganz vielen tatsächlichen Flüchtlingen zusammengepackt. Sorry, dass ich so oft tatsächlich jetzt gesagt habe an dieser Stelle, aber das, man merkt eben, oder so geht es mir, wenn man sich mir das Swimmers anschaut, dass ich immer wieder zwischendurch dachte, dadurch, dass die Kamera so nah dran ist und dass die Kamera da vor allem es zulässt, dass man einen hineinzieht und man diese Ängste spürt und letztendlich auch dann so im Grunde ganz einfache Fragen. Man ist auf offener See, man ist überladen, das gibt nicht gerade kleine Wellen und die Frage, wer kann denn überhaupt alles schwimmen? Was für eine Horrorvorstellung. Also es gibt nicht wenige Leute auch, die schwimmen können, die allein schon Angst vor tiefen Gewässern und dem tiefen Meer haben. Aber wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht, das ist einfach nur grausam. Und ich finde, die Kamera ist so oft so gut dran, neben den schon benannten Bildern, die sie da sehr gut konstruiert und wo ich dachte, was für eine starke Bildkomposition, hier auch diese Kontraste einzufangen, weiß sie mich eben hineinzuziehen. Das Szenenbild ist eben dann so dieser lange Weg und dadurch die abwechselnden Orte irgendwie auf dem Weg nach Deutschland. Die Musik passt sich da meist gut ein und da malt auch das Dramatische. Ist mir nur ein, zwei Mal aufgefallen, dass ich dachte, klingt nach einem Ticken zu viel. Mochte ich aber. Und das ist auch immer wieder die Abwesenheit von Musik, die auch dann natürlich diese Isolation widerspiegelt. Ist Kostüm und Make-up entweder funktional oder dann direkt Ausdruck mal von Freiheit. Also das heißt ja nicht automatisch nur, in Anführungszeichen, nur wenn man einen krassen Leidensweg hinter sich hat, dass man nicht zwischendurch auch einfach mal frei in den Gedanken sein will und was ganz anderes machen. Wenn das mal ganz kurz aufblitzt an einem Strand, finde ich das grundsätzlich total erfrischend. Und das aber dein Kostüm auch direkt Punkt, um dem mit Stärke zu verleihen. Sind ansonsten die Effekte, selbst bei Explosion dachte ich, sieht für mich okay aus, weil es eben auch untergeordnet ist unter dieser Handlung eines Dramas. Sieht das meiste für mich dann handgemacht genug aus, als dass mich das jetzt nie irgendwie übel erwischt hätte, als ich mir das Swimmers angeschaut habe. Mag ich eben die Intensivität dieses Films, den Cast, diese bedrohlich gefährliche Weg, auf den wir mitgenommen werden und die Perspektive, die man dadurch vielleicht aber auch gewinnt, nur vom Zuschauen, ohne auch nur was davon zu erleben und dass vor allem dieser erste Part sich so sehr verdichtet. Den finde ich deutlich stärker als die zweite Hälfte und das für mich eben auch schon einer der größten Mankos. Es schaut sich mir zu sehr wie zwei Filme an, wobei der zweite Teil dann so dran geklatscht wirkt und dann nicht genug Raum bekommt. Dann hätte der Film vielleicht länger sein müssen oder man diese Geschichte an einem anderen Punkt enden lassen sollen und so fühlt sich das dann zu sprunghaft an und wird vor allem hinten raus zu plastisch und nicht ein emotional, mich zumindest so stark involvierend wie der erste Teil. Aber ich bin bei Die Schwimmerin gerne bei 7 von 10 möglichen Punkten sowohl als Biopic und Drama als auch insgesamt dabei. Und bin froh, den gesehen zu haben, weil ich tatsächlich so nur nach den Marketingbildern ohne einen Trailer gesehen zu haben, dachte, okay, ist es irgendeine Matthias Schweighöfer Rom-Com-Geschichte. Da ist was ganz, ganz anderes dahinter. Und das vielleicht ganz gut zu wissen an dieser Stelle. Da bin ich am Ende meiner Review zu Die Schwimmerinnen seit eben einigen Tagen auf Netflix anschaubar. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.